zurück Gießkanne holen, dann zum Teich und dann hier zurück. Das Ganze fünfmal. Nee, nur einmal. Schön, die Rübe waren jetzt da lang. Da ist schon mal die Gießkanne. Das. Nimm die Gießkanne, du Sau. Nein, jetzt. Ich muss Wasser finden. Ja, ich muss Wasser finden. Na, mach hin. Also wirklich mal. Da lang. Das ist der kürzere Weg. Gibt doch nichts als einen schönen Spaziergang im Regen. Dum, 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 dum. Und jetzt da rein. In voller Kraft. Wichtig. Wir haben zwar noch etwas Zeit, aber egal. Wir müssen es so schnell wie möglich schaffen. Komm, 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 komm. Nicht müde werden. Da. Ach, ein Eimer war das. Keine Gießkanne. Okay. Aber es ist jetzt auch wurscht, ob es auf wärmem Wasser. Und jetzt zurück. Flitze. Flitze Türken. Für wichtig. Schon im gelben Bereich. Da lang. Das ist schon langsam kritisch wird. Jetzt komm, komm, komm. Weiter geht's, du Heino. Nein, erst wenn's da oben ist, dann sind wir am Arsch. Noch könnten wir es schaffen. Wichtig! Das ist nicht Sabotage, Holmes. Lass. Geschafft. Das war heroisch. Auf mein Wort, ich sehe nicht die Hand vor Augen. Schön für dich. Aber wir haben es geschafft. Licht an. Jetzt kann ich besser sehen. Ach echt? Da ist Blut. Ich brauche noch etwas. Ich war erst so stolz auf dich in Hunters Wohnung. Anna J. Das ist Tinte. Sie ist nicht aus England. Und da goss ich vor 2 oder 3 Tagen über den Boden. Okay. Die Tinte. Okay, dann noch nicht. Jemand hat hier geschlafen. Supi. Eine Flasche Alkohol aus der Abtei von Richmond. Ja, da haben wir auch den Dieb. Warte, da ist noch mehr. All diese Dokumente wurden gesammelt und verbrannt. Ich muss anderswo Beweise finden. Mist, wir waren zu spät. Ach, was soll's. Es ging nicht schneller. Ich brauche noch etwas. Du kriegst gleich einen Arschtritt, Holmes, also mach hin. Fußabdrücke, Größe 10. Da hat Inna auf sehr großen Fuß gelebt. Na, der rennt gleich bis sonst wohin. Jemand hat oft hier gekniet. Wie seltsam. Jemand hat hier gekniet? Na Hilfe! Okay, mit dem Messer, das diesen seltsam andersfarbigen Stein. Ah, ich hatte recht. Es bewegt sich. Sehr interessant. Ich sollte diesen Wald verlassen und mich zu Watson in Sherringford Hall gesellen. Diese Briefe sind verblichen und unleserlich. Ah, den Brief lesen wir. Diese Tinte wird nicht in England hergestellt. Ja, das wissen wir.
aber wir lesen ihn nun. Na, Teil von Richmond, kann es scheißegal sein. Oh Gott, ich habe mich stets bemüht, Langeweile auf jede mögliche Weise zu vermeiden. Zuerst waren es nur einige Runden mit meinen Freunden, dann die Nacht, dann der Alkohol. Immer wieder der Alkohol, immer wieder und so weiter. Ich könnte es hunderte Male schreiben. Genug. Meine Geschichte ist so viel wert wie die Geschichte jedes anderen. Ich habe nichts getan, wofür ich mich schämen müsste. Nichts. Ich wurde... Okay. Keine Ahnung, selbst du wolltest ganz nicht lesen. Okay. Na, wer weiß. Und missverstanden, was soll's. Das Schwein genoss den Erfolg, den ihm das Geld meiner Mutter ermöglicht hatte. Aber die Hälfte... Ach, vielleicht ruiniert, das stimmt. Aber die Hälfte dieses dieser Gelder... Geldes, das ihm gehört. Hört muss nach allem, was rechtens ist, mir zurückgegeben werden. Absolut, hohes Gericht, die Hälfte. Okay. Und ich hatte nicht vor mich, es ist so einfach, wenn man weit weg ist und träumt mit den Ausständen, könnte ich, müsste niemals auf diesen, oh Gott, was hat der für eine Handschrift gehabt? Verfluchten Container zurückkehren. Schatten des Teufels. Mir wurde in der Schule davon erzählt, als ich noch klein war. Schatten des Teufels, ja bestimmt, es sind Dämonen. Sie flüstern dir süße Worte ins Ohr. Sie lösen dir zu und sie hören dir zu und machen Versprechungen. Sie sagen, sie würden dir helfen, wenn es dir schlecht geht. Aber nein, sie helfen dir beim Aufstehen nur, um dich in die Hölle führen zu können. Sie holen mich hoch. Einer unter jedem Arm, aber als ich sie inmitten ihres Geplappers im Schweigen bat, löste ich das Geräusch eines Dämonen, ihrer Dämonenschwingen, Dämonen. Nicht absichtlich getan, ich schwöre es. Ich bin sicher, es wusste es. Aber warum? Geld. Es ist gewiss, Hochgericht, sie. Okay. Eigenartig. Ach, natürlich, wir müssen natürlich zurückschlatschen. Ach, Menno. Wir müssen tatsächlich wieder zurücklaufen. Sauerei. Ach, na gut, was soll's. Oder können wir noch abkürzen? Nein, können wir nicht. Okay, da, weiter kann ich nicht. Das war's. Ach, schade. Ach so. Na dann. Weiter jetzt. Ungefähr die Hälfte des Waldes haben wir schon hinter uns. Die Abtei. Oder Knastei, von mir aus. Wir müssen nach Sherringford Hall. Ja. Vielleicht erwischen wir Lavinia und Lieutenant Harrington in Flagranti. Zweifeln? Ach man. Aber man weiß ja nie, vielleicht überraschen die einen ja. Bald geschafft. Mhm.
Alright. Sind wir endlich fertig. Freiheit! Wir sind endlich aus der Wildnis. Na gut, fast. Zurück in die Baker Street. Gehen wir zurück zu Sherringford Hall. Okay. Ah, Dr. Watson, verzeihen Sie, dass ich mich aufdränge, aber ich muss Inspektor Lestrade eine Mitteilung zukommen lassen und... Er ist drinnen und ich bin sicher, dass er höchst begierig ist, Ihnen zu helfen. Nein, es wäre besser, wenn er dies von Ihnen statt von mir hört. Die gegenwärtige Situation verlangt meine Anwesenheit an einer anderen Stelle. Seien Sie bitte so gut und richten Sie Inspektor Lestrade aus, dass ich alle Rechte an der Erbfolge abtrete. Ich werde auch nicht in meinem Büro sein. Er soll nicht seine Zeit mit der Suche nach mir verschwenden. Auf Wiedersehen. Und haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe, Dr. Watson. Okay, das ist eine Überraschung. Grimble tritt freiwillig seine Erbrechte ab. Langsam geht sich Lestrade. Ich war oben und könnte schwören, diesen Halunken Grimble durch das Fenster gesehen zu haben. Ja, da haben Sie recht. Aber Sie haben keine Chance, ihn jetzt zu fassen. Er ist geflohen, als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her. Nicht der Teufel ist hinter ihm her, sondern meine Wenigkeit. Er wird sich wünschen, es wäre nur der Teufel. Er gab mir eine Nachricht für Sie, Lestrade. Er sagte, er würde alle Rechte an der Erbfolge abtreten. Was sagen Sie da? Erstaunliche Neuigkeiten. Das wird mich nicht abhalten, ihn zu finden. Ich will wissen, wie es passieren kann, dass ein toter Mann in einem Gebäude gefunden wird, zu dem Grimble den einzigen uns bekannten Schlüssel besitzt. Wo ist eigentlich unser großer Detektiv? Oh, da kommt er ja. Durch die geschlossene Tür, okay. Guten Tag, Gentlemen. Was besprachen Sie gerade? Grimble hat alle Rechte auf die Erbfolge von Bromsby Enterprises abgetreten. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er der ideale Schuldige ist. Sir Bromsby hatte sehr wichtige Nachrichten, die er am Tag seines Todes verkünden wollte. Und diese Nachrichten könnten sein, erstens die Entlassung von Grimble und zweitens Bromsbys Absicht, seine Tochter als eine Nachfolgerin einzusetzen. Haben Sie eine andere Meinung, Holmes? Nein, es ist nichts. Darf ich Sie etwas fragen, Lestrade? Wäre es möglich, diese neue Information über Grimble einige Tage Miss Bromsby vorzuenthalten? Eine verteufelt merkwürdige Bitte. Aber ich vermute, Sie haben Ihre Gründe. Ich werde mein Bestes tun, diese Information bis übermorgen geheim zu halten. Vielen Dank, Lestrade. Übrigens würde ich gern mit Miss Bromsby sprechen. Wo kann ich sie finden? Ich glaube, sie ist mit ihrem treuen Ritter in ihrem Wohnzimmer. Dieser Gentleman weicht ihr nicht von der Seite. Wenn diese Geschichte Ihnen weiteren Schmerz erspart, sind Sie zweifelsohne bald das hübscheste Paar Londons. Ich denke ungern darüber nach, aber mein Herz wird ganz schwer, da ich vielleicht ein Instrument Ihrer Trauer bin. Übrigens hat mein Bruder Mycroft einen meiner Briefe beantwortet. Und seine Informationen scheinen höchst interessant zu sein. Sie können ihn lesen, wenn Sie möchten. Ich habe eine Kopie für Sie machen lassen. Ach, wir sind jetzt endlich fertig. Aber wir müssen jetzt eh Pause machen. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi.